Ja, hallo mit O, liebe Nördlinge. Es ist mal wieder Zeit für ein Interview und deswegen habe ich mir wieder einen lieben Gast eingeladen, nämlich den Max Schlegel vom Splitter Verlag. Hallo Max, ich freue mich sehr, dass du bei mir bist und Zeit für mich gefunden hast. Am besten stellst du dich doch jetzt einfach mal eben kurz selbst vor und erzählst, was du beim Splitter Verlag machst und wie lange du auch schon da bist. Ja, hi Stefan, danke für die Einladung, sehr gerne. Ist für mich ja quasi eine Selbstverständlichkeit. Du warst ja vor kurzem auch bei mir zu Gast, was Richtig. sehr gut angekommen ist. Danke nochmal dafür. Das freut mich. Im Splittercast. Ja, genau, ich heiße Max, bin seit etwas über 4,5 Jahren jetzt bei Splitter, im wunderschönen Bielefeld. Bin da direkt nach dem Studium hin, falls das jemanden interessiert. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler und habe mich aber auf Comics spezialisiert damals und bin seitdem tatsächlich bei Splitter dann auch angestellt und mache da ja Öffentlichkeitsarbeit und Marketingzeug im weitesten Sinne. Ich sage immer, ich bin so das Mädchen für alles, was nicht direkt mit der Produktion der Bücher zu tun hat. Das trifft es eigentlich ganz gut, denn wir haben ja eine Redaktion in-house, die sich quasi alles, was wir verlegen, vornimmt redaktionell. Und wir haben eine Grafikerin und einer meiner Chefs ist auch Grafiker und der andere ist Hersteller und macht den ganzen Druckereikram. Und alles, was sonst so anfällt, von IT abgesehen, davon haben wir noch einen anderen Angestellten, landet bei mir. Also, ob das jetzt Pressearbeit ist oder sowas wie hier, dass ich halt auch so der Pressesprecher für den Verlag bin und Öffentlichkeitsarbeit mache. Unsere Social-Media-Kanäle verwalte ich, wenn ihr an Splitter eine E-Mail schreibt oder eine DM bei Twitter, Instagram, Facebook, bin ich normalerweise derjenige, der darauf antwortet. Ich mache unseren Verlagspodcast, aber ich mache halt auch im Hintergrund so Sachen wie jetzt gerade zum Beispiel bereiten wir den Sommerkatalog vor. Also für das Sommerprogramm nächsten Jahres 2022. Und da helfe ich meinem Chef dabei, die Metadaten zusammenzustellen. Also der hat halt die Lizenzen eingekauft und ich gehe dann hin und suche ISBNs raus, recherchiere, wie viele Seitenzahlen das sind, schreibe die Klappentexte, recherchiere, was zu den Autoren, mache da Bibliografien und so weiter und so fort. Und dann treffen wir uns irgendwann und arbeiten das zusammen in den Katalog ein, den ich dann wieder Korrektur lese und so ein Kram. E-Books mache ich auch noch. Es ist alles Mögliche. Ja, bei so einem kleinen Verlag, dann gibt es für jeden genug zu tun. So ist das. Also ich bin gut beschäftigt, aber ich bin nicht der Beschäftigste bei uns. Also wir haben alle gut zu tun. Habt ihr denn noch auch Freelancer oder so für Layouten oder macht ihr das alles in-house? Nee, also im Gegensatz zu vielen anderen Verlagen machen wir Redaktion und alles Grafische, wo das Layout ja auch dazu gehört und auch das Lettering, machen wir in-house. Also wir haben, ja gut, also wir haben ein, zwei freie, feste Freie sozusagen, die bei bestimmten Projekten, das sind vor allem die Klassiker-Gesamtausgaben, sowas wie Rick Master, Dan Cooper, die Schlümpfe auch, die da einfach schon seit Jahrzehnten quasi dran gearbeitet haben oder sich da halt besser mit auskennen als wir. Und die haben wir dann bei den Projekten dabei. Aber ansonsten machen wir das alles in-house. Was wir extern machen, sind Übersetzungen. Also alle unsere Übersetzerinnen und Übersetzer sind extern. Das sind so 15, Pi mal Daumen. Wobei die unterschiedlich stark ausgelastet sind durch uns. Und der gesamte Vertrieb ist ja PPM. Falls mal jemand bei uns schon mal im Webshop bestellt hat, wird euch aufgefallen sein, auf dem Paket steht PPM drauf. Das ist unser Vertrieb, auch der von CrossCult, MangaCult zum Beispiel. Das ist alles nicht bei uns. Wir kriegen regelmäßig sehr nette E-Mails, ob man nicht mal bei uns in Bielefeld vorbeikommen könnte, um ein paar Bücher zu kaufen. Soll immer sehr nett sagen, nein, die liegen alle ganz woanders. Kein einziges zu verkaufendes Buch bei uns im Verlag. Genau, die Sachen, da kümmern wir uns quasi nicht selber drum. Aber Redaktion und Grafik und so, das ist uns zu wichtig. Das machen wir selbst. Und wir haben natürlich auch keine eigene Druckerei, ne? Also, Okay. Aber das vielleicht solltet ihr ist. dann im Verlagsgebäude auch noch einen kleinen Shop dann eröffnen. Dann Ja, können die Leute vorbeikommen. die Überlegung besteht immer wieder. Wir haben auch in den letzten paar Jahren tragischerweise zwei Comicläden in Bielefeld verloren. Also es gibt jetzt nur noch einen Comicladen in Bielefeld und der ist so lala,
zumindest wenn man ihn jetzt vergleicht mit Comic Shop Hannover oder in Nürtingen die Sammlerecke oder weiß ich nicht, die ganze Grober Unfug oder so in Berlin, ne? Also so Premium-Läden. Aber das muss dann halt auch irgendwie jemand machen und ja, wir sind noch nicht ganz da. Neue Arbeitsplätze. Neue Arbeitsplätze, ja. Mal gucken, ich glaube, andere Stellen sind erstmal wichtiger zu besetzen. Okay. Aber vielleicht kommen wir da auch noch zu. Ja. Der Splitter Verlag, der besteht ja jetzt seit 2006. Ne? Der wurde von Dirk Schulz, Horst Gotter und der Delia Wüllner-Schulz gegründet. Genau. Was jetzt nicht jeder weiß, ist, dass es vorher ja schon mal einen Splitter Verlag oder Splitter Comics gab, die von 1988 bis 2000, glaube ich, existiert haben. Genau. Gibt es einen Grund, warum ihr da den Namen übernommen habt und nicht irgendwie euch was Neues ausgedacht habt? Weil die hatten ja auch ein relativ ähnliches Programm. Ne? Die haben auch franco-belgische Sachen gehabt und aber auch ein paar US-Titel, ne, die auch so mehr in den Indie-Bereich gingen. Welche Gründe hatte denn das, dass ihr da den Namen euch gesichert habt? Das war tatsächlich irgendwie eine Eingebung von Dirk, also von meinem Chef, der den Laden ja auch mitgegründet hat, dass es Splitter wieder geben sollte. Der hat vorher bei Splitter gearbeitet, also beim alten Splitter Verlag. Der ist wie auch Horst Gotter Comiczeichner ursprünglich gewesen und hat für Splitter Alt gezeichnet. Wir nennen das immer Splitter Alt und Splitter, also uns. So, ne? Und ist danach zu Carlsen gegangen und als dann irgendwie die Idee reifte, dass man doch einen eigenen Verlag auch aufmachen könnte, so als Projekt, hatte er halt irgendwie so die Eingebung, dass man das wieder Splitter nennen müsste. Auch weil es halt programmatisch durchaus viele Ähnlichkeiten gibt. Die sind inzwischen nicht mehr so ausgeprägt, wie sie vielleicht am Anfang mal waren, weil wir ja inzwischen echt sehr breit gefächert dastehen. Aber das ist im Grunde auch schon alles. Also das ist der einzige Grund. Es führt auch regelmäßig zu Verwirrung, weil jetzt gerade beim 15. Jubiläum, wenn man halt sagt, ja, wir sind jetzt 15, kommt halt jedes Mal, wenn man das sagt, kommt mindestens eine Person um die Ecke und meint, ja, aber was ist denn, ich habe doch noch hier so alte Hefte aus den 90er Jahren von euch hier liegen. Das kann ja nicht sein. Dann fängt man immer wieder an zu erklären, ja, das war ein anderer Splitter Verlag. Ein anderes Logo. Das Logo ist anderes, ja. Also unbescheiden, ich habe das ja nicht designt, würde ich sagen, unseres ist besser. Aber aber das ist tatsächlich schon alles. Keine Ahnung, man hätte bestimmt auch einen anderen Namen nehmen können, aber so wussten die Leute halt schon von Anfang an, es wird Science Fiction, es wird Fantasy, es wird franco-belgisch und von da an kann man dann weitermachen. Habt ihr denn auch Teile des Programms noch übernommen in euers oder gar nichts? Absolut gar nicht. Wir haben auch nichts von irgendwelchen Beständen, also die ersten Bücher, die dann bei Splitter bei uns erschienen sind, sind dann auch die ersten und einzigen, die ab dem Moment zum Verkauf standen. Ich glaube, wir haben nichts übernommen. Ich kann mich täuschen, kann mich gerne jetzt jemand korrigieren, wenn ich da irgendwie durcheinander komme, aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf nichts, was bei Splitter alt erschienen wäre und bei uns auch vorliegt. Ja. Okay. Ja gut, ich meine, im franco-belgischen Bereich kann ja sein, dass sich da Lizenzen überschnitten haben oder so, ne? Oder klar, dass man gesagt hat, die veröffentlichen wir nochmal. Ne? Ja, okay, meine Frage ist auf jeden Fall beantwortet. ihr seid ja jetzt bis heute, seid ja super stark gewachsen, ne? Also wenn ich sehe, was da jedes Mal im Splitter-Katalog alles drin ist, ne? Der erscheint ja halbjährlich. Ne? Ja. Also das belastet auf jeden Fall sehr mein Portemonnaie, was da immer drin ist. Es wird immer mehr. Ne? Und wie viele Veröffentlichungen habt ihr so inzwischen pro Monat oder aufs Jahr gerechnet? Kann ich dir relativ genau sagen. Also jetzt im nächsten Halbjahr, also sprich ab Mai, nächstes Halbjahr ist für mich jetzt der Sommerkatalog, ne, der noch nicht veröffentlicht ist, sondern kurz vor Weihnachten angekündigt wird, werden wir jeden Monat 19 neue Titel haben. Wobei da dann Vorzugsausgaben und Reeditionen mit eingerechnet sind. Mhm. Also zum Beispiel Judenhaus Atreides erscheint ja parallel als reguläre Ausgabe und als limitierte VZA. Und das führen wir auch sofort in den Folgebänden. Das heißt, das sind dann quasi schon mal zwei von diesen Plätzen. Und so im Grunde
kann man sagen, in einem schlanken Monat haben wir 16 Titel im Monat, in einem dicken Monat hatten wir jetzt auch schon 21 vor kurzem, plus Nachauflagen. Also das ist was, wenn man unseren Newsletter abonniert hat, kriegt man das immer mit. Ansonsten läuft das ja so ein bisschen unterm Radar, aber wir bringen jetzt vor allem seit 2021 quasi jeden Monat 6 bis 8 Nachauflagen. Also ungefähr ein Drittel der Produktion, die wir machen, sind Bücher, die wir schon mal produziert haben, die wir wieder verfügbar machen müssen oder wollen oder wie auch immer. Das heißt, du kannst schon sagen, wir veröffentlichen im Monat mindestens 25 bis hin zu 30 Bücher. Wie hat sich das über die letzten Jahre so entwickelt? Von wo seid ihr gekommen? Ja, pfuh, also von vor meiner Zeit waren es mal 2 Bücher im Monat. Das war unser erstes Programm. Und das war damals schon mutig, dass die Leute gesagt haben: Wow, zwei Bücher im Monat für einen neuen Verlag, das ist absoluter Wahnsinn. Als ich eingestiegen bin, so vor 4 Jahren, waren wir bei 13 bis 14 im Monat. Und jetzt hat es sich natürlich, wie gesagt, ein bisschen aufgefächert, weil wir halt Parallelveröffentlichung von verschiedenen Editionsformen haben, ne? Also mit Vorzugsausgaben und Gesamtausgaben von unseren eigenen Titeln auch, mit so einer ganzen Reihe von so dicken Büchern, Das verlorene Paradies, Die Haie von Lagos, Elric kommt demnächst, richtig, richtig geiler Band, was ja schon mal bei uns erschienen ist und was jetzt einfach nochmal dann neu und in etwas günstiger als dicker Sammelband kommt. Aber es ging immer nur bergauf. Also ich habe da vor kurzem, wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf, Bitte gerne. ich mache ja, wo du auch zu Gast warst, mache ja einen kleinen Podcast für den Verlag, den Splittercast. Und da jetzt am Freitag habe ich eine Folge hochgeladen oder ist veröffentlicht worden, wo ich mit Horst und Dirk spreche. Und wo die beiden halt auch so ein bisschen erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das ist halt auch immer noch so ein Ding, wo beide quasi immer noch total beseelt sind, dass seit 15 Jahren es eigentlich immer nur mehr geworden ist. Also, dass es immer mehr wurde und mehr Leute und mehr Bücher und mehr Backlist und ja, also es ist nicht so explosionsartig gekommen von eins, also es gab immer mal so Spitzensachen, wie zum Beispiel, als die Schlümpfe ins Programm gekommen sind und dann plötzlich über ein Jahr lang jeden Monat 2 Schlümpfe-Bände veröffentlicht wurden. Oder als wir das 10-jährige Jubiläum hatten und jeden Monat ein so ein fetter Jubiläumsband rausgekommen ist, wo ich mich immer noch frage, wie die das damals gemacht haben. Das ist absoluter Wahnsinn gewesen. Aber ansonsten war es einfach so sukzessive gewachsen. Ja, für so ein, ist ja, also mit 15 Jahren ja immer noch relativ junger Verlag. Boah, ja, doch, schon. Ja, wir hatten ja halt so Ende der 90er, Anfang der 2000er hatten wir ja so einen Umschwung irgendwie, ne, an Verlagen. Da war ja, damals war halt auch noch der alte Splitter, Ja. war dann noch da, ne, der war ja halt so parallel zu Speed, Dino, ne, und Panini Deutschland kam Ja. dann gerade, bevor es dann, nicht Panini Deutschland, Marvel Deutschland, wo es dann hinterher zu Panini wurde. Von daher habt ihr ja noch eine relativ junge Geschichte, aber ihr seht schon, dass sich der Comicmarkt ja auch so ein bisschen positiv entwickelt in den letzten Jahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja immer noch sehr glücklich, dass die Corona-Pandemie bisher, toi, 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 den Comicmarkt nicht so in den Abgrund gerissen hat, sage ich mal. Also vor allem der Manga-Markt boomt ja wie bescheuert und wir können uns auch echt nicht beklagen. Und generell muss man einfach sagen, also von der Zeit, von die du jetzt angesprochen hast, wo, ich meine, das meiste davon ist ja gar nicht mehr da. Ne? Dino gibt es Ja, nicht mehr, Speed gibt's gibt es nicht nicht mehr. mehr, Splitter Alt gibt es nicht mehr. Marvel, gut, ist jetzt bei Panini, ne, klar. Aber das war ja eine Zeit des Umbruchs. Und wenn man sich anguckt, was man damals im Laden kaufen konnte und was du heute alles im Laden kaufen kannst und in welcher Qualität, ne? Wo ich jetzt nicht nur unsere Comics mit meine, sondern insgesamt Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist das ehrlich gesagt einfach nur geil? Also keine Ahnung. Ich bin jetzt zugegebenermaßen, das war jetzt noch nicht die Zeit, wo ich persönlich so intensiv Comics gelesen hätte. Das fing bei mir erst ein paar Jahre später an. Aber wenn ich mir das anschaue, auch wie viele US-amerikanische Sachen man jetzt inzwischen hier wie selbstverständlich im Comicladen kaufen kann, ne?
oder sich liefern lassen kann oder wie auch immer. Und was für Vertriebswege es da gibt und welche deutschen Künstlerinnen und Künstler, keine Ahnung. Ich habe jetzt ins Carlsen-Programm geguckt und Flix darf jetzt Masupilami machen. Irgendwie so ein Kram, ne? Wir haben auch die Sonderausgaben für Lucky Luke gehabt, ne, die Ralf Von König dann Marvel, gemacht hat, genau. ne, Marvel auch. Ja, da passiert schon einiges. Das ist Da auch geht eigentlich auch was. ein gutes Stichwort. Ihr macht ja auch eigene Veröffentlichungen, ne, von deutschen Künstlern auch. Die habt ihr ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an gemacht. Wie lange macht ihr schon das so? Also, mit welchem Titel genau das angefangen hat mit den deutschen Produktionen, kann ich dir nicht genau sagen. Ich würde mal vermuten, dass es das Wolkenvolk war von Kai Meier und Jan Krehl und Ralf Schlüter, wobei meine Chefs Horst und Dirk damals dann auch noch mitgearbeitet haben als Tuscher und Koloristen. Und das kam halt irgendwie durch persönliche Bekanntschaften. Also Kai Meier ist quasi ein Freund des Hauses, sage ich mal. Die kennen sich aus irgendwelchen Gründen schon ewig. Und Ralf Schlüter auch, der wohnt ja auch in Bielefeld in der Ecke. Und wir haben ja zum Beispiel auch eine Adaption von Im Westen nichts Neues von Peter Eickmeier im Programm. Und der hat mal mit Dirk in derselben Werbeagentur gearbeitet. So, ne? Also Vitamin B. Ja, genau, Vitamin B sozusagen. Wobei das ist in der Branche super üblich, dass das genau so läuft. Und inzwischen haben wir das ja ein bisschen professionalisiert. Also jetzt nicht so, dass wir groß rumgehen und sagen, schickt uns eure Projekte, auch wenn wir natürlich viele Projekte zugeschickt kriegen, von denen wir die allermeisten ablehnen müssen, ehrlich gesagt. Aber wir machen sowas ja schon regelmäßig und es liegt auch vor allem meinen Chefs halt im Herzen, weil die selber deutschsprachige Comiczeichner waren und das auch viel gemacht haben, zu einer anderen Zeit natürlich, aber trotzdem. Und das ist uns schon auch ein Anliegen. Wir haben jetzt ja demnächst den Augensammler im Programm von Frank Schmolke nach Sebastian Fitzek und ein neues Projekt von Boris Koch und Frauke Berger, was super ambitioniert ist, weil es auf 4 Bände angelegt ist und jeder Band wird 130 Seiten haben. Also, und Frauke powert das halt in einem irren Tempo durch. Das ist krass. Und im März haben wir dann auch wieder mit Kai Meier und Jurek Malotke einen Titel im Programm und die Metro 2033 kommt ja auch noch ein Abschlussband. Und die Zwerge nach Markus Heitz kriegt noch ein Abschlussband und dann gibt es ja da auch noch einen zweiten Roman, der adaptiert werden muss. Also es wird mehr und wir machen das super gerne. Macht auch irgendwo Spaß. Kommen denn dann auch andere ausländische Verlage auf euch zu und wollen dann die Lizenz dafür haben? Liegt die bei euch? Ja, also die liegt bei den Künstlern. Also wir kaufen die Ideen nicht ab in dem Sinne, dass wir dann Exklusivrechte hätten. Das machen wir nicht. Das ist aber auch in Europa eher unüblich. Das ist so eine Unart aus den Staaten. Ja, muss man so sagen, ist halt so. Jetzt von, keine Ahnung. Ja, doch, nee, ist schon so, dass das eher unüblich ist. Aber wir vertreten die nach außen und wir haben auch schon, also Mäkemäks zum Beispiel von Ingo Röhmling und Peter Männigen gibt es auf Schwedisch und auf Polnisch und auf Französisch und ich habe auch irgendwas vergessen bestimmt. Und Metro haben wir auch schon verkauft in ein, zwei Länder, ich glaube nach Russland und nach Polen. Ist halt immer so ein bisschen die Sache, dass die ausländischen Verlage dann natürlich gerne wollen, dass es schon komplett ist. Ne? Also die lassen sich ungern darauf ein, dass man dann sagt, ja, der zweite Band kommt dann, wenn er kommt. Ne? Den Augensammler werden wir sicherlich auch ins Ausland verkaufen, sobald er mal erschienen ist. Die Sache ist, dass im Vergleich jetzt zum amerikanischen Markt oder zum französischen Markt, der deutsche Markt, zumindest was unsere Sachen angeht, halt ein bisschen, ja, klein wirkt von außen. Ne? Also es ist halt nicht so, wie wenn wir nach Frankreich gehen und da Lizenzen kaufen, dass das ein Riesengeschäft ist, was irre viele Leute in Beschlag nimmt und das ist halt so eine Maschinerie, die irre gut geölt ist. Das ist hier halt noch mehr Handwerk und Kunst. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Ich meine, Flix zum Beispiel verkauft inzwischen seinen Kram viel ins Ausland, Marvil auch, Reinhard Kleist auch. Aber das ist halt echt die allerspitzeste Speerspitze der deutschen Künstler. Ja. Wie sieht es denn dann so beim Organisatorischen aus? Wenn ihr eine Lizenz einkauft, dann bekommt ihr ja quasi das Material, müsst übersetzen, Genau. ne, und könnt dann irgendwann in Druck gehen. Wenn ihr jetzt aber selber produziert, dann funktioniert das ja wahrscheinlich noch viel aufwendiger für euch, oder?
Jein, es kommt sehr stark darauf an. Grundsätzlich lassen wir den Künstlerinnen und Künstlern sehr, sehr freie Hand. Also wir unterstützen, soweit wir sollen oder sie das wollen. Also wir kriegen dann auch mal Skriptseiten zugeschickt und liefern dann Feedback und wir machen natürlich unsere ganz normale Redaktionsarbeit, dass man die Korrekturen da einarbeitet und Recherchen anstellt im Zweifelsfall und irgendwie Bildretuschen auch macht, wenn es nötig ist, weil bei so ausufernden Projekten wie dem Augensammler zum Beispiel, den Frank Schmolke halt in Rekordzeit durchgepumpt hat, kommen dann halt schon auch mal irgendwie Fehler vor, die man dann einfach schnell im Photoshop kurz, dann setzt man halt irgendwie, verlängert man dann irgendwie den einen Strich ein bisschen und dann ist das Bild fertig, ne? Passiert. Frauke Berger zum Beispiel, die veröffentlicht jetzt ja das vierte Buch bei uns, Das Schiff der verlorenen Kinder, und die hat sich mit uns halt so sehr eingegroovt, die schickt uns quasi perfekte Daten. Die werden dann bei uns gelettert, oder ich glaube noch nicht mal, ich glaube, das macht sie sogar auch selbst. Und dann wird das im Grunde nur nochmal Korrektur gelesen und dann ist das druckfertig. Ne? So. Ingo Röhmling genauso. Ne? Der ist halt auch Vollprofi und kann das. Und bei Künstlern, die wir jetzt neuer im Programm haben, muss man dann halt schon mal ein bisschen gucken. Ja, achte bitte darauf, dass die Farbwerte so und so angelegt werden. Achte bitte darauf, dass wir so und so viel Beschnitt brauchen, damit wir es drucken können. Achte bitte darauf, deine Schriften so und so anzulegen und uns auf jener und dieser Ebene zu schicken, damit wir das bearbeiten können. Und manche kreative Prozesse begleiten wir auch länger, ne? Also bei dem Augensammler zum Beispiel haben wir von den ersten 10 Seiten an, die er irgendwann geschickt hat, immer weiter Updates bekommen und haben dann halt meistens gesagt, yo, Frank ist super, mach mal. War wirklich so. Aber hin und wieder kann man auch so rückfragen, also vor allem die Coverfindung ist oft so ein Ding, ne? Da haben wir echt lange dran gearbeitet. Im Großen und Ganzen muss man sagen, sind die Sachen deutlich aufwendiger als Lizenzen. Klar, definitiv, keine Frage. Aber jetzt auch nicht so krass, dass wir da wirklich bei jeder Seite bei müssten und sagen, boah, das geht so gar nicht und mach das mal hier und zeichne das neu. Das machen wir nicht. Das entspricht auch nicht unserem Selbstverständnis, sondern wir wollen halt das Werk dieser Künstler verlegen und nicht unser Werk draus machen. So, ne? Ja. Ausnahme sind die Cover. Also wenn ein Cover bei uns angeliefert wird, was absolute Grütze ist, dann kriegen die Leute das zu hören und dann müssen sie es neu machen. Denn das Cover ist echt das Wichtigste am ganzen Buch. Und wenn das nicht sitzt, dann kann man sich eigentlich auch schenken. Ja, Fast. So. das sieht man halt als erstes, ne? Wenn man es Ja. irgendwie im Laden irgendwie hat. Ja, und auf der Web, auch im Online-Shop Auf der halt Website, auch. ja klar, Ne? natürlich, ne? Und die Händler sehen das auch als erstes, wenn die unsere Vorschau durchblättern. Ne? Und wenn die sagen, pff, das sieht ja aus wie, keine Ahnung, Hempels unterm Sofa. Ja, dann wird es halt auch Ja, nicht in den Laden gestellt. das ist wohl richtig. Aber ich muss ja ganz sagen, dass ich das, was ihr da macht, ne, mit Covern und die Ben Einbände allgemein, dass ich das sehr bewundere. Danke. Weil ihr habt quasi mehr oder weniger jetzt zwei Formate, ne, die ihr hauptsächlich nutzt, ne, mit ein paar Ausnahmen. Dann ist ein großer Indienschwindel, der ist dann halt auch schon mal größer oder so, ne? Aber ihr habt halt die Alben. Und dieses Book-Format. Genau. Ich hab übrigens von 2012 letztens einen Comic noch gekauft im Comicladen FVZA. Das ist noch kleiner. Das ist das Format habt ihr aber nicht mehr. Und ich finde halt wahnsinnig gut, dass das Logo immer an der gleichen Stelle sitzt, dass der Titel an der gleichen Stelle sitzt. Ne? Ihr habt oben immer noch so ein Stück vom Cover nochmal mit drauf, ne? Ganz oben. Und wenn die nebeneinander stehen, ist egal, in welcher Reihenfolge ich die habe, das sieht immer gut aus. Ne? Und habt ihr mal überlegt, da vielleicht mal Kurse zu geben für andere Verlage, dass sie das auch hinkriegen? Was soll ich darauf jetzt antworten? Am Ende hört das irgendjemand aus einem oder sieht das irgendjemand aus einem anderen Verlag und dann bin ich Ja, irgendwo unten durch. na, vielleicht wollen die dann gleich buchen. Naja, also ehrlich gesagt, das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Also auch Ja. zu der Zeit, wo unser Verlag gestartet ist, gab es schon Desktop-Publishing, wie man das nennt, ne? Also bei uns ist niemand hingegangen und hat irgendwie
handwerklich mit einer Schablone auf Papier irgendwas gezeichnet. Das ist alles von Anfang an, am Anfang noch Quark Express, falls für die Layout-Nerds, die jetzt hier zuhören, inzwischen natürlich InDesign. Das ist jetzt keine Hexerei, dass der die Sachen immer an derselben Stelle sind. Ne? Da muss man schon sehr drauf achten. Das ist auch ein paar Mal schief gegangen, aber wir haben halt eine sehr gute Grafikerin und mein Chef ist ja auch Grafiker und mein anderer Chef achtet da auch immer in der Herstellung dann nochmal drauf. Das ist machbar. Ne? Man muss es nur wollen. Das Und ist auch. halt dann nicht zum Beispiel, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ne, ein Crossover zwischen zwei Lizenzen verlegt, dann irgendwie auch noch Vorlagen hat und sagt, man macht es in dem Format. Aus Versehen den Spine falsch rumdruckt. Kann passieren, muss jetzt nicht, ne? Aber. Also ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für euch, dass das immer Ist schön super gleichmäßig wichtig. ist, ne? Aber Ist super wichtig. das befriedigt dann auch den inneren Monk irgendwie, ne? Der dann nicht durchdreht, weil Es alles ist, irgendwie ja. unterschiedlich aussieht, ne? Ja, Und also. unterschiedliche Formate und was weiß ich nicht alles. Ich sitze ja bei, mein Büro bei uns im Verlag ist quasi im Archiv. Ne? Also wenn ich mich umgucke, sehe ich um mich rum Dutzende Regalmeter voll mit Splitter-Comics. Und das sieht schon gut aus. Und ich habe ja natürlich auch eine kleine Sammlung bei mir zu Hause mit Splitter-Sachen. Das sieht auch immer super aus. Ich muss sagen, ich finde es auch ganz schön, dann, keine Ahnung, die Carlsen-Bücher daneben irgendwie zu sehen, die ja sehr unterschiedlich sind und jedes auf seine eigene Art schön. Die Edition Moderne hat auch ein, oder ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber die hatten mal ein tolles Layout, eine tolle Gestaltung ihrer Bücher. Das war so eine Reihe, die waren alle so pastellfarbige Umschläge und mit so einer weißen Blockschrift auf Farbe. Das sah immer klasse aus, finde ich. Aber das ist halt unser Ding, ne? Wir produzieren für Sammler. Wir produzieren für Liebhaber, die halt wollen, dass das auch im Regal geil aussieht. Und das Wir haben jetzt auch, klar, für einzelne Titel gibt es dann halt auch Gelegenheitskäufer, ne? Aber der harte Kern unserer Fans und unserer Kunden und Kundinnen sind halt Leute, die uns auch schon teilweise seit Verlagsbegründung treu sind. Und für die ist das natürlich toll, dass das so ist. Und das ist uns super wichtig. Was ich nur sagen wollte, ist, es ist jetzt nicht so, dass die anderen Verlage das nicht auch machen könnten. Es ist jetzt halt, wie gesagt, es ist nicht ultra schwer, man muss Ja. es nur machen. Normalerweise sollte es gehen, aber Ja. gut. Ich meine, es kann Gründe haben, aber Klar. naja. Also, Wir ja, wollen ja weiß ich jetzt hier auch nicht. niemanden bashen, ne? Nein, also Indienschwindel zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, das mussten wir halt in dem Es ist natürlich toll in dem Format, ne? Auch wenn es so in unser Regal gar nicht reinpasst. Aber wir mussten das so machen, sonst hätten wir die Lizenz nicht bekommen. Aus vollkommen verständlichen Gründen. Ne? Die haben halt gesagt, klar, Soleil, so, Knatsch, nee, Glenar, der Ursprungsverlag hat gesagt, ja, sehen wir bei euch. Eure Bücher sind so, dass wir das gerne bei euch hätten. Und Guarnido und Airol sehen das auch so. Aber ihr müsst es dann in dem Format machen, in dem wir es auch machen. Und das ist halt so groß. So, ne? Aber. Ist halt die Ausnahme. Ausnahmen sind okay. Danke. Auch wenn es bei meinem Regal ein bisschen problematisch ist, weil ich könnte normalerweise Ja. noch eine Stelle tiefer gehen und würde mehr reinkriegen. Aber dadurch kann ich es halt nicht. Ja, also ich bei mir liegt, das muss ich zugeben, auch zusammen mit den Diamantausgaben einfach flach auf dem Schrank, weil ich es nirgendwo senkrecht hinstellen kann. Ja, das sind Luxusprobleme. Ja, ich sag's dir. Aber wo wir jetzt gerade schon über Qualität sprechen, ne? Ja. Wonach sucht ihr denn eure Titel aus? Wenn ihr, also wie, was müssen sie können oder bieten, um zum Splitter Verlag zu passen? Boah. Ich würde an der Stelle tatsächlich, glaube ich, empfehlen, den Zuschauerinnen und Zuhörern, ich sage immer Zuhörerinnen, weil ich so in diesem Podcast denke drin bin. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal in die Podcast-Folge rein, die ich mit Stefan gemacht habe. Da sprechen wir dann nämlich an einem Haufen Beispielen nochmal drüber. Die Frage ist nämlich halt super vielschichtig. Also im Großen, also ich sag mal, ich breche es mal runter, die rote Linie, die wir immer da haben müssen, es muss grafisch stimmig sein. Du wirst bei uns keinen Comic, also wir haben sehr unterschiedliche Stile. Ne? Wir haben ja auch US-amerikanischen Kram und Lean Claire Funnies und im Französischen gibt es ja auch eine
unfassbare Bandbreite an Zeichenstilen. Aber was du bei uns nicht finden wirst, ist ein Comic, wo der nicht gekonnt wirkt. Also wo jemand dran gesessen hat und das gezeichnet hat, der offensichtlich, was jetzt sehr despektierlich klingt, aber nicht so gemeint ist, der offensichtlich nicht so richtig Ahnung hatte, was er da macht. Ne? Also jeder Künstler, jede Künstlerin hat Growing Pains. Du findest auch bei den Künstlern, die bei uns schon länger im Portfolio sind, findest du Wachstum. Ne? Die werden besser mit der Zeit oder anders. Man, keine Ahnung, Möbius ist mit den Jahren immer reduzierter geworden, was jetzt nicht schlechter ist und das macht ihn jetzt nicht zu einem schlechten Künstler, aber ist halt nicht mehr so opulent wie am Anfang von Schwermetall gewesen. Aber man sieht es halt dann schon daran, wie die Panels in auf einer Seite fließen, ob der Lesefluss stimmt, ob mal irgendwie vielleicht ein gekonntes Experiment gewagt wird, wie Andrea Sorrentino Gideon Falls zeichnet, oder wie mein persönlicher Favorit Robin Recht oder Robin Recht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der sich ausspricht. Das ist, glaube ich, ein Deutscher doch auch, oder? Also er macht französische Alben. Und ja, ich weiß, dass der ja, der hat ja auch einen Conan gemacht. Ja, genau. Na, aber ich meine doch gelesen zu haben, dass es ein deutscher Künstler ist. Ach krass, das wusste ich. Warum haben wir den mit dem noch nie zu tun gehabt direkt? Also kann sein, dass du recht hast. Also der Name würde es natürlich suggerieren, ne? Klar. Ja. Aber genau, so wie der Conan, was halt, der halt einfach mutige Experimente mal macht. Der halt einfach als Zeichner selbstbewusst ist und sagt, bam, das sieht jetzt so aus und ich klatsche jetzt hier die ganze Seite mit Soundwords voll und die passen, die bringen quasi die Farbe in das Panel rein. Solche Ideen, ne? Also sowas ist, würde ich halt als gekonnt bezeichnen und das ist so das Kriterium, dass alle Sachen, die bei uns landen, erfüllen müssen. Es muss auf irgendeine Art, muss da jemand hinterstehen, der es kann, der halt weiß, wie man einen Comic gut handwerklich macht. Ansonsten gibt es super viele Gründe, also von Autorenpflege über Lizenzgeberpflege tatsächlich auch so ein bisschen, über crossmedialen Kram, wie dass man halt, wenn ein Dune-Film kommt, dann will man natürlich auch einen Dune-Comic verlegen. Über auch so Gewichtungen, wie dass man sagt, ja, in dem Programm haben wir jetzt schon so und so viel Science-Fiction, wir bräuchten halt auch noch einen Western, wir bräuchten halt gerne noch ein bisschen Horror, wir wollen halt so und so viele US-Titel auch drin haben. Wir müssen so und so viele Fortsetzungen bedienen. Wir müssen, keine Ahnung, die und jene Serie bringen, weil unsere Kundinnen und Kunden das sich wünschen. Mhm. Es ist auch alles legitime Gründe und das fließt alles ineinander. Das ist ein sehr fluider Prozess tatsächlich, Programmgestaltung. Mhm. Was schön ist, aber das macht es halt schwer für mich, da jetzt eine einfache Antwort zu geben. Muss ja nicht immer alles einfach sein. Schön, dass du das so siehst. Oder kann ja halt auch nicht immer, ne? Also nee. Da stecken ja immer Prozesse dahinter, die man sich so vielleicht nicht unbedingt als einfacher Leser direkt dann auch denken kann. Ne? Ja, oder hast du irgendwie ein Beispiel, irgendeinen Titel, wo du dich das konkret gefragt hast? Warum der bei euch im Programm gelandet ja, ist? Oder, wie? Oder? Also ich muss tatsächlich sagen, also ohne jetzt irgendwie den Fanboy raushängen zu lassen, ne? Ich rutsche hier, glaube ich, ein bisschen aus dem Bild langsam. Ich rutsche mal weiter rüber. Ohne jetzt den Fanboy irgendwie raushängen zu lassen, ich habe von euch, also alles, was ich bisher gekauft habe und gelesen habe, war jetzt noch nie irgendwas dabei, wo ich sagen würde, was ist das denn? Hm. Na, also es, auch wenn mir vielleicht dann so der Comic an sich nicht unbedingt gefallen hat, ne, inhaltlich oder so, ist der aber halt, gibt es sicherlich Leute, die das mögen. Ne? Und ja. Es ist halt immer gut gemacht, also Zeichnungen sind meistens großartig. Ne? Klar gibt es mal einen Ausreißer, wenn da mal so in der Serie irgendwo was drin ist, ne? Ja. Black Hammer 45. Ja. Ne? Aber ich meine, gut, das kommt dann vor. Aber ansonsten, ich meine, gerade franco-belgisch kannst du ja eigentlich, also das ist ja immer großartig, ne? Von den Zeichnungen her, die sind ja meistens, wenn es jetzt nicht in Funny-Richtung nur geht, ne? Also die sind ja immer super aufwendig und das sieht auch meistens toll aus. Also von daher habe ich jetzt noch nichts gehabt, wo ich sagen würde, nee, das ist irgendwie, da ist irgendwas schiefgegangen. Aber das ist ja das, was ich meine, dass es halt alles einen gewissen Anspruch bedienen muss. Dass wir irgendwie für sehr unterschiedliche Geschmäcker was im Programm haben, das ist ja auch unser Ziel. Ne? Es darf eigentlich gar nicht jedem, einer Person alles gefallen, dann ist diese Person entweder sehr unkritisch
oder wir haben zu einseitigen Fokus gelegt. Ich lese auch sowieso alles. Gut so. Ja, so, nee. So der nee. Ideale Leser. Nee, ganz so ist es ja nicht. Also ich weiß ja vorher eigentlich auch schon, was ich mir aussuche. Ne? Also ich gucke natürlich auch nicht in alles rein, ne? weil mich Thematiken dann vielleicht auch nicht so unbedingt interessieren. Ja. Ne? Aber das sollte ja normal sein. Aber also qualitativ eigentlich immer super. Danke. Bitte, immer gerne. Wie ist denn dann so der Prozess dann dahinter, wenn ihr jetzt eine Lizenz eingekauft habt? Na, also du hast jetzt schon gesagt, ihr lettert alles selber und macht auch die Bearbeitung. Aber wie funktioniert das konkret? Ihr habt jetzt die Lizenz eingekauft und was passiert dann quasi bis zur Veröffentlichung? So in so einem Kurzprozess mal. Teilweise erstmal lange nichts, je nachdem, also wir haben jetzt, kaufen jetzt halt Lizenzen für das Winterprogramm 2022 ein. Ne? Mhm. Das Sommerprogramm ist schon eingekauft, de facto zum Großteil sogar auch schon bezahlt. Und da warten wir jetzt im Grunde darauf, dass mehr kommt. Wir haben dann oft auch schon die Daten geschickt bekommen, die liegen jetzt bei uns auf dem Server. Und oft gehen die Sachen dann auch schon mal an die Übersetzer raus. Ne? Die werden aber normalerweise dann erst nicht so früh damit fertig, weil die ja auch teilweise für uns auch noch andere Sachen zuerst machen müssen. Und dann kriegen wir normalerweise, wenn die Daten schon da sind, manchmal kommen die auch erst kurz vorher, kriegen wir so, jetzt lass mich nicht lügen, so etwas mehr als 2 Monate vor dem Veröffentlichungstermin kriegen wir die Übersetzung. So. Die kommt dann zum Lettering. Vorher ist der Comic aufgebaut worden, so nennt man das. Das heißt, die digitalen Bilddaten wurden in die InDesign-Datei reingeschoben, die unserem Format entspricht. Mhm. Die ist natürlich nicht exakt so, wie wir das drucken wollen, sind die Bilder, sondern die müssen dann schon nochmal in ein Layout reingesetzt werden, das unserem entspricht. Und dann werden da die deutschen Texte reingesetzt. Dann kommt auch schon die Redaktion. Das passiert bei uns in 2 Schritten. Es gibt eine Erstkorrektur, wo dann halt auch Recherche betrieben wird. Bei manchen Bänden ist das relativ aufwendig, bei manchen weniger. Also generell, je realistischer ein Comic ist, desto aufwendiger ist es, den zu recherchieren. Mhm. Und dann wird in dem Zug auch festgestellt, was dann noch an Retuschen gemacht werden muss. Beispielsweise jetzt der Kopf von Sherlock Holmes, der vor kurzem erschienen ist. Großartiger Comic und ein Arsch voll Arbeit auf gut Deutsch. Weil in den Bildern selber so viele französische Texte drin waren, die alle ins Deutsch übersetzt werden und dann nochmal neu geschrieben werden mussten, per Hand. Ja, also da sitzt dann in dem Fall, hat es mein Chef Dirk gemacht, saß dann da halt am Computer und hat mit der Hand das da alles reingezeichnet, nochmal neu. Okay. Soundwords sind auch oft gezeichnet und nicht geschrieben, das heißt, die müssen dann auch geändert werden, Zeitungsartikel, Überschriften, so ein Kram. Das kann teilweise sehr viel sein. Mhm. Dann wird das gemacht und dann gibt es noch eine Zweitkorrektur, wo dann halt nochmal drüber gegangen wird und mehr auf Rechtschreibung und so ein Kram geachtet wird. Wenn das geschehen ist, schreiben wir ein sogenanntes Approval-PDF vom Cover und den ersten paar Seiten normalerweise. Das geht an die Lizenzgeber. Die müssen dann halt sagen, jo, das könnt ihr so drucken, das Impressum stimmt, die Farben sind okay, bla bla bla. Normalerweise sind das halt nur die ersten paar Seiten und das Cover. Manche Projekte müssen auch komplett abgesegnet werden. Mhm. Das ist unterschiedlich. Manche Verlage vertrauen uns tatsächlich inzwischen auch so sehr, dass wir gar nichts mehr approven müssen. Da ist einfach alles approved, was wir machen und dann ist durch. So, dann während das passiert, sind die Daten zu unserem Hersteller Horst gegangen. Der überprüft dann zum Beispiel die Farbwerte. Also drucktechnisch, wenn ich da mal kurz, jetzt doch noch mal kurz ausholen darf. Okay. Wir machen ja 4-Farbdruck und nicht Digitaldruck. Das heißt, ein Blatt Papier wird halt mit 4 Farben bedruckt. Ne? Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz in 4 Schritten. Und du darfst da aber halt, damit das Papier, was wir benutzen, nicht übersättigt wird, weil das halt nur so und so viel Saugkraft hat, darfst du nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz an Farbauftrag haben. Ich glaube, das sind 300 insgesamt. Und du kannst aber halt digital, weil du 4 Farben nutzt, kannst du halt eine einzelne Farbe so anlegen, dass die 400% Farbauftrag hat. Hm. Wenn du halt quasi jeder Tuntenpatrone sagst, volle Power. Und das ist halt die Aufgabe von unserem Hersteller, dass der halt hingeht und guckt, dass das nirgendwo der Fall ist. Ansonsten zieht das Schlieren.
so mal ganz dumm gesagt, ne? Ja. Wenn er damit durch ist und das Approval drin ist, dann laden wir das auf den Druckereiserver hoch. Die wiederum bauen das Ganze dann nochmal um, so wie sie es dann drucken würden. Denn auf so einem Papierbogen kommt ja mehr als eine Seite und auch mehr als eine Doppelseite, sondern meistens sind es 8 oder so, glaube ich. Das ist übrigens auch der Grund, warum alle Seitenzahlen der Bücher, die wir haben, durch 8 teilbar sind. Mal nebenbei, achtet mal drauf. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die allermeisten sind 8 teilbar. Und das, was die dann da zusammengebaut haben, das geht wieder an unseren Hersteller. Der überprüft das dann nochmal, ob das auch richtig ist vom Konzept her. Und dann wird ein Probedruck gemacht. Dieser Probedruck dauert relativ kurz, das geht relativ schnell. Der geht dann in Aushängern, so nennt man das im Verlagsgeschäft, auch wieder zu unserem Hersteller. Das heißt, der kriegt tatsächlich alle Seiten einmal auf Papier. Halt noch nicht geschnitten oder zusammengelegt und auch nicht in irgendeiner sinnvollen Reihenfolge, sondern einfach alle Seiten einmal, damit er drauf gucken kann, ob das wirklich stimmt. Und wenn der, da sind wir dann so an einem Punkt, das ist dann so einen Monat vor Veröffentlichung. Und wenn der dann sagt, jo, das können wir so machen, dann kriegt die Druckerei den finalen Auftrag jetzt in Serie produzieren und dann hauen die, dann arbeiten die halt los. In der Zeit sind wir natürlich dann in der Redaktion schon dabei, den nächsten Monat zu arbeiten. Das ist ein durchgängiger Prozess, aber dann wird in den nächsten 3 Wochen wird dann halt gedruckt. Wenn gedruckt wurde, wird geschnitten. Wenn geschnitten wurde, wird gebunden. Dann kommen die Bücher von der Druckerei wieder zu unserem Hersteller. Der macht dann eine letzte Qualitätskontrolle. Parallel werden die Sachen zu PPM geschickt, halt die restlichen Bücher. Und wenn dann immer noch alles stimmt, was meistens der Fall ist, sagt unser Hersteller halt auch zu PPM, jo, ist für den Versand freigegeben. Und dann fängt PPM an, die Bestellungen rauszuschicken. Ne? Die haben wir dann in der Zeit eingesammelt von den Großhändlern, von den Comicläden, von den Privatkunden. Und dann geht es halt los. Das ist normalerweise an einem Freitag. Und dann der offizielle Veröffentlichungstermin ist der darauf folgende Mittwoch. Dann kann man davon ausgehen, dass die Bücher wirklich überall in Läden stehen. Also so von dem Moment, wo wir wirklich anfangen, mit einem Buch zu arbeiten, bis zu dem Moment, wo ihr es im Laden kauft, vergehen normalerweise so 8 bis 9 Wochen, sage ich mal. Bisschen mehr, bisschen weniger mal. Aber das ist so der normale Turnus, womit wir sehr kurzfristig arbeiten tatsächlich. Die meisten Verlage haben längere Zyklen. Ja, wollte ich schon sagen. Also ist eigentlich doch relativ flott, ne, Ja. für den ganzen Aufwand, der da betrieben wird. Ja, das funktioniert, weil wir sehr fein aufeinander abgestimmte Prozesse haben und weil wir zum Beispiel halt immer dasselbe Format machen, ne? Wir müssen halt nicht hingehen und für jedes Buch ein neues Layout uns ausdenken. Es ist immer dasselbe. Es Ja. ist immer dasselbe Papier. Es ist immer dieselbe Tinte. Es ist immer dieselbe Pappe. Also jetzt über die Jahre nicht, aber innerhalb von einer Produktion ist es eigentlich immer die gleiche Qualität. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich. Es tut mir leid. Das entscheiden dann die Zuschauer, wenn sie dann die Daumen nach unten Ja, geben Daumen hinterher. hoch, Daumen Das war auch schon, der hat so runter. viel geredet, dass. Ist Aber meine Schuld, nicht Stefans. Er nein. wusste nicht, dass ich so viel quatschen Nein, würde. alles gut. Also ich find das auf jeden Fall interessant und ich gehe davon aus, da meine Zuschauer mich ja kennen inzwischen, dass die das auch interessant finden. Ja, ich hoffe. Würde mich freuen. So, und in der Zeit, wo jetzt die Sachen angekündigt sind, ne, bis zum Verkauf, dann bewerbt ihr die Sachen ja, ne? Also ihr habt den Katalog produziert, ne, und ich habe den Katalog vorgestellt hier auf meinem Ja. Kanal. Ne? Welche Kanäle sind denn da so für euch besonders wichtig, um das Ganze unters Volk zu tragen, also für die Bewerbung? Ist das Social Media sehr stark angesagt oder benutzt ihr auch klassische Werbung? Ja. Also Okay. tatsächlich, gut, die nächste Frage bitte. Jetzt Also habe ich wieder tatsächlich, aufgeholt. der Katalog ist schon mit das Wichtigste, weil das halt schon auch, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was uns halt von anderen Verlagen auch absetzt, dass wir halt so einen dicken, aufwendigen Katalog uns auch leisten und den auch machen. Und da orientieren sich halt auch die meisten Leute dran, ne? Der ist halt irgendwann nicht mehr immer ganz aktuell, weil sich nun wieder halt doch Verschiebungen ergeben und so weiter. Aber das ist halt schon so die größte Bank, ne? Wir haben auch vorab immer noch einen Händlerkatalog, den kriegt man als Privatperson normalerweise nicht. Damit informieren wir den Handel. Da gibt es tatsächlich auch mehrere Varianten von inzwischen.
Hoppla, Entschuldigung. Das ist für uns in der Kommunikation mit dem Handel mit am wichtigsten. Dann, was Social Media und Pressearbeit und sowas angeht, das passiert ja normalerweise immer erst ein bisschen kurzfristiger vor dem eigentlichen Erscheinungstermin. Also Social Media zum Beispiel fange ich ja normalerweise so eine Woche vor den Veröffentlichungsterminen an, irgendwie zu teasern und zu posten, und dann kommen dann irgendwann nochmal Abbildungen der veröffentlichten Bücher tatsächlich und dann vielleicht dann wieder nochmal so Sonderaktionen. Die Sache ist, wir haben halt so ein breites Portfolio, das komplett abzubilden, erlaubt es einem halt nicht so richtig in die Tiefe zu gehen. Es ist halt einfach sehr viel. Deshalb ist es halt für uns auch relevant, dass ich nenne es mal Influencer. Technischerer Begriff wären Multiplikatoren, so wie du. Oder die anderen Comic-Tuber oder Instagrammer oder Bloggerinnen und Blogger und Journalisten halt über die Themen, die sie interessieren, schreiben oder vloggen oder wie auch immer. Einfach um das, dem Ganzen noch mehr Öffentlichkeit zu bieten. Ne? Das ist schwer zu beziffern, wie viel das bringt, aber wir merken halt schon, dass bestimmte Serien offensichtlich davon profitieren, gut besprochen zu werden. Gerade jetzt, also Feuilleton ist so eine Sache, mal ist das richtig geil, mal funktioniert es auch gar nicht. Oder Pressearbeit in dem Sinne. Da ist so die Online-Präsenz ein bisschen eine stetigere Bank, sage ich mal. Vor allem, weil da halt dann auch zum Beispiel so ein Format, wie wir jetzt gerade hier machen, den Verlag als Marke so ein bisschen etablieren vielleicht mal, ne? Das ist ja auch der bisschen Hintergedanke hinter dem Splittercast. Da machen wir ja jetzt auch nicht nur Werbung für uns, sondern ist halt auch irgendwie so ein bisschen Service für Interessierte, ne? Dass man einfach Einblicke in die Szene kriegt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist, der Katalog ist, glaube ich, schon mit am wichtigsten. Zusammen mit der Präsentation durch Händlerinnen und Händler, definitiv, ne? Was die gut finden und viel verkaufen, das verkaufen wir dementsprechend halt auch gut, ne? Und ansonsten, der Rest ist definitiv sehr, sehr wichtig, aber auch schwer zu steuern, ne? Also wir diktieren ja auch niemanden, du musst das jetzt gut finden oder du musst das jetzt schlecht finden oder ne, kann Ja, ja jeder das machen, was macht er es ja will. dann auch ein bisschen authentischer, ne? Nee, Also, klar, diese ja. Authentizität ist auch wichtig und auch ein Verriss kann gut sein, ne? Also wenn du jetzt sagst, der Band ist mir viel zu verkopft, das ist irgendwie, also hast du jetzt nirgendwo gesagt, das ist jetzt ein Beispiel, ne? Aber wenn du jetzt bei irgendeinem Science-Fiction-Titel sagst, ist mir viel zu verkopft, viel zu hart Sci-Fi, Astrophysik interessiert mich ein Scheiß, sitzt da vielleicht ein Astrophysiker, guckt sich das an, denkt so, tipptopp, fünfmal bitte. Ne? Für die ganze Fakultät als Weihnachtsgeschenk. Sehr Keine gut. Ahnung. Ja. Ja, es Ne? geht ja wahrscheinlich auch um die Verbreitung einfach, ne? Weil dann Klar. ist es im Kopf, wenn man es dann mal gehört hat, ne? Dann, was muss man da so mitbringen als Influencer oder potenzieller Influencer, um von euch bemustert zu werden? Eine gewisse Reichweite muss man schon haben. Also das ist jetzt nicht kein also die Entscheidung liegt letzten Endes bei mir, weil das mein Aufgabenbereich ist bei uns, wo mir auch nie nicht so viel reingequatscht wird letzten Endes. Aber wir haben inzwischen halt so viele Anfragen und so ein großes Netzwerk auch, dass man ein bisschen aussieben muss, ne? Also man muss halt schon, würde ich sagen, auf irgendeinem Kanal gut vertreten sein. Meistens ist es YouTube oder Instagram inzwischen. Ist immer super, wenn mehrere Kanäle bespielt werden, aber kein Muss. Und es ist auch immer super, wenn es noch einen Blog dahinter gibt, zum Beispiel. Also irgendwo, wo die Artikel halt oder die Besprechungen längerfristig auch mal abrufbar sind, ne? Mein Instagram ist auch kein flüchtiges Medium, das ist mir schon klar, aber in der Rezeption halt schon. Also wenige Leute gehen auf ein Instagram-Profil und scrollen da Rezensionen durch, Das ne? Das stimmt. ist unrealistisch. Was da jetzt eine tragfähige Reichweite ist, so eine Faustregel, irgendwie sowas um die 1000 ist schon gut, sage ich mal. Wenn ihr jetzt nur ein paar hundert habt, oder jemand nur ein paar hundert hat, aber eine richtig geile Interaktionsrate und immer so, weiß ich nicht, tolle Diskussionen vom Stapel bricht oder die Rezensionen auch einfach wirklich, wirklich toll geschrieben sind, ne? Und da viel Arbeit in Bilder reinfließt oder so, dann ist das auch ein Kriterium, ne? Das ist ein bisschen fluide. Jetzt für YouTube zum Beispiel sind wir da auch ein bisschen kulanter, weil es halt ein sehr visuelles Medium ist, wo dann halt auch mal ein Bild, ein Buch in die Kamera gehalten werden muss.
Grundsätzlich aber, was ich direkt sagen kann, irgendwie so E-Mails, die krude formuliert sind, wo offensichtlich jemand überhaupt keinen Plan von Rechtschreibung hat. Oder weiß ich nicht, halt irgendwie mit so einer Anspruchshaltung da ankommt und nicht, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten hat. Das kann man sich dann auch schenken. Also weiß ich nicht, da bin ich ehrlich, da geht es dann auch irgendwie ein bisschen um persönlichen Eindruck, ne? Ich bin auch ein Mensch, der irgendwie einen netten Job haben will und mit netten Leuten zusammenarbeiten möchte. Und es kommt fast nie vor, aber es ist schon vorgekommen, dass da halt echt komische Leute, sage ich mal, mit so einem gewissen Selbstverständnis auftauchen. Aber ansonsten schreibt einfach mal. Also es ist halt auch die Frage, ob es jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Kindercomic-Blog oder einen Kinderbuch-Blog hat und irgendwie sich für zwei Titel interessiert und der Rest unseres Programms jetzt gar nicht so interessant ist, kann man das auch durchaus mal machen. Im Gegensatz jetzt zu den Comic-Tubern, die halt zum Beispiel relativ regelmäßig Kram kriegen oder anderen Portalen und Bloggern, die auch in Maßen, aber halt schon regelmäßig Material von uns quasi als Stammblogger oder Stammrezensenten vorstellen. Es ist fluide, wie so vieles. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie eine verständliche Antwort, sonst. Ja, also ich meine, es gibt ja Verlage, die haben halt hier, du musst 10.000 Abonnenten da haben, 10.000 da, ne? Und alle 2 Monate wenigstens 5 Sachen bringen irgendwie, ne? Dann, aber das ist ja, sind ja deutlich angenehmere Anforderungen und das Ganze basiert ja halt auch auf Respekt, ne, den man da haben sollte. Ne. Gutes Stichwort. Das muss halt in beide Richtungen gehen. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, niemanden, der so groß ist in dem Bereich, dass er da irgendwelche großen Ansprüche haben sollte. Von daher. Wie sehr wenige, sagen wir Ja, es mal also so. im Comic-Bereich, ich glaube, unter Nee. 40.000 so das Maximum, ne? Naja, Also so um den Dreh. da, das ist halt nicht wie in Amerika, wo die Leute dann Hunderttausende haben, ne? Das Ja. ist alles schon kleiner. So gut, so wie die Comic-Szene insgesamt. Ja. Also, ne, es lässt sich halt nicht vergleichen. Wenn es ein Thema wäre, das irgendwie der breiten Masse zugänglicher wäre, gäbe es auch größere Kanäle. Ne? Also. Aber man merkt, glaube ich, dass ihr einfach schon sehr viel mehr vertreten seid. Ne? Also Ja. es geht ja viel mehr weg vom Mainstream. Ne? Also wird natürlich auch behandelt. Ich habe den ja auch viel noch bei mir mit drin, weil ich es einfach lese. Ne? Aber man sieht halt sehr viel häufiger mal einen Splitter-Verlag irgendwo im Video von den Comic-Tube-Kollegen. Grüße an alle an der Hallo. Stelle. Ne? Das taucht ja immer mehr auf. Auch neuere Leute, die dazugekommen sind, die machen ja auch mehr in der Richtung. Ja, und Und das ist doch sicherlich eine schöne Entwicklung für euch. das ist das Ziel. Also ich gebe mir nicht der Illusion hin, dass wir jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, Marvel und DC von der Popularität her oder von der Bekanntheit her konkurrieren würden. Aber wenn man dann irgendwie jemanden dazu kriegt, halt mal über den Tellerrand zu gucken. Und wie gesagt, keiner aus unserer Redaktion liest alles, was bei uns erscheint. Keiner aus unserer Redaktion, aus dem Nicht? Verlag, mag alles, was bei uns erscheint. Also Auch ich bin ich jetzt schon nicht. davon ausgegangen, dass du alles gelesen Okay, hast und dann noch alles. bleib meinetwegen. Ja, ich habe alles gelesen. Alles. 1600 irgendwas Bücher seit Verlagsgründung, alles hier drin. Oh, sind noch eine Menge Kosten für mich. Weil die hab ich noch nicht alle da. Also Ja. Ja, da viel habe ich, Glück. glaube ich, jetzt gerade mal ein bisschen mehr als ein Zehntel oder so. Das ist aber schon eine Menge, hör mal. Ja, so ein Album, die fallen halt nicht so auf, ne? Da Ja, hast du es eine geht Menge schnell. im Regal stehen und das sieht halt nicht so viel aus, weil die so dünn sind. Nee, aber also wäre ja naiv zu glauben, dass jeder alles, was bei uns erscheint, toll findet. Aber ich freue mich halt, wenn dann jemand irgendwie einen guten Vergleich zieht zu einem anderen Titel, der mir vielleicht nicht eingefallen wäre. Und dann irgendwie vielleicht in der Rezension auch irgendwie einen Aspekt auftut, den bei uns niemand so richtig gesehen hat, ist doch super. Also genau darum geht's. Und deshalb ist das halt auch das Ziel, das breit aufzustellen, ne? Wie gesagt, wenn ich könnte, würde jeder alles immer kriegen, aber unsere Bücher sind teuer, Versandkosten sind auch nicht günstig. Irgendwo muss man halt ein bisschen sieben, ne? Ist halt einfach Business. Aber es ist ein
eine tolle Sache, wenn man dann bei euch im Shop irgendwie halt mit Video oder mit Zitat genannt wird oder sogar im Katalog. Also das ist schon... Ja. Aber wie gesagt, aber da gucken wir tatsächlich dann halt auch, wie gut die Sachen geschrieben sind. Ne? Mhm. Also es muss dann halt schon irgendwie ein treffsicheres Zitat sein und gut passen. Ja. Aber sowas, ja klar, also für sowas brauchen wir Rezensionen ja auch, einfach um sie weiterzutragen. Ja, bei vielen hat man halt meistens schon übersetzte Rezensionen irgendwie aus dem US-Original oder so, ne? Weil wenn die Sachen hier rauskommen und du die bekommst, dann kannst du halt nicht mehr auf den Umschlag kommen oder so. Ja auf den Umschlag drucken wir generell seltenst nur was ab in der Richtung. Aber in Katalogen und so halt schon eigentlich immer, wenn es möglich ist. Ja, tolle Sache auf jeden Fall. ihr habt ja jetzt auch ein paar sehr nette US-Titel angekündigt kürzlich, ne? Habe ich auch schon ein Video zu gemacht übrigens. Ja. das sind 7 beziehungsweise 8 Titel, ne? Wenn man jetzt Hot Paprika und Sweet Paprika, überlegst du jetzt gerade, wenn man die halt getrennt betrachtet. Ja, dann sind 7. Ich hätte schwören können, es sind 6 oder 7, aber ich glaube, du hast recht. Es waren 8. Ja, ich glaube dir. Ich bin schon wieder gedanklich ein halbes Jahr weiter irgendwie. Aber. Alles gut. Und das war jetzt aber von euch mal ein etwas ungewöhnliches Vorgehen, ne? Weil normalerweise habt ihr dann immer den Splittervorhang. Ja. Der vor dem Katalog dann nochmal so die Neuankündigung fürs nächste halbe Jahr irgendwie bringt. Dann kommt der Katalog. Und ansonsten, ja, auf Social Media und so teilt ihr dann hauptsächlich die Sachen, die dann im Katalog schon angekündigt waren. Ja. Und wie kam es jetzt dazu, dass ihr mal diese US-Titel besonders nochmal hervorgehoben habt? Das hätten wir schon viel früher häufiger so gemacht, ehrlich gesagt. Das wollen wir eigentlich mit US-Titeln immer so machen, denn da konkurrieren wir halt ganz stark mit den Trades. Mhm. Ne? Französisch, also mal ganz dumm gesagt, Französisch kann in Deutschland kaum jemand, also kaum jemand ist überzogen, aber die wenigsten Leute, die zur Unterhaltung Comics lesen, würden die auf Französisch lesen. Mhm. Selbst wenn sie es könnten, können die wenigstens so gut, dass sie es genießen können. Englisch hingegen kann in Deutschland fast jeder und auch immer mehr Leute gut genug, um es halt zu lesen im Original. Und dann hast du halt das Problem, dass so ein amerikanisches Trade natürlich von der Produktionsqualität weit von unseren Hardcovern entfernt ist, aber halt nur 9,99 Euro kostet. Mhm. Für einen Titel, für den wir halt 22 nehmen müssen. Und das ist schon für uns nicht irre gut kalkuliert. Ne? Und da ist es dann halt wertvoll, das hat die Erfahrung gezeigt, dass man sich halt ankündigt, im Optimalfall sogar bevor die amerikanischen Trades erscheinen, damit die deutschen Leserinnen und Leser sehen, davon wird es auch eine hochwertige Splitter-Ausgabe geben. Vielleicht kaufe ich mir dann irgendwie nur die ersten 2 Hefte, ob es mir gefällt, und warte dann darauf, dass es auf Deutsch rauskommt. Ist jetzt nicht gesetzt, dass das immer so passiert. Ich kenne auch viele Leute, die sich tatsächlich beides dann irgendwie gönnen, die halt sowohl das Trade haben, um es zu lesen, und das Splitterbuch, um es zu sammeln oder um es schön zu haben, oder die, wenn es ihnen als Trade gefällt, sagen, boah, Black Hammer ist richtig geil, das kaufe ich ab jetzt dann irgendwie im Hardcover bei Splitter. Alles gerechtfertigt, ne? Aber bei den US-Sachen ist es für uns halt auch wichtig, ist es für uns wichtig, die möglichst früh drin zu haben. Das war jetzt in den letzten 1,5 Jahren immer das Problem, gerade mit Corona, dass wir die Daten nicht so schnell bekommen haben. Mhm. Also sowohl die Lizenzverhandlungen liefen halt ein bisschen schleppender, als auch, dass man ganz dumm gesagt halt Covermaterial braucht. Ne? Wir können das ja nicht selber malen. oder es wäre sehr aufwendig und wahrscheinlich dürften wir es dann hinterher nicht. Cover folgt. Ja, das ist aber ätzend. Also Cover folgt, machen wir super, super, super ungern. Auch so irgendwie mit so einem Wimpel, wo irgendwie Preview-Cover dran steht, hassen wir eigentlich wie die Pest. Da sind wir ein bisschen eigen. Und jetzt ist aber halt alles so zusammengekommen, dass wir diese Titel, das sind ja größtenteils Image-Comics-Sachen, fast alle, einfach alle da hatten und auch schon die Daten hatten und das definitive Go, dass wir es in der Editionsform, wie wir es machen wollen, machen können.
Und dann haben wir gesagt, machen wir da jetzt halt so ein kleines Event draus und veröffentlichen die alle gleich, also kündigen die alle gleichzeitig an und machen da irgendwie noch so ein schickes Rendering draus und machen da irgendwie nochmal Newsletter-Sektionen draus und ein kleines Social-Media-Ankündigung. Also wenn wir können, dann werden wir das definitiv auch öfter noch so machen, dass wir die US-Sachen früher ankündigen. Das ist eigentlich schon alles. Und ehrlich gesagt, die Resonanz war halt auch super geil. Also hatte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass die Leute sich so darüber freuen würden. Mhm. Auch wenn es schon, würde ich sagen, ziemlich starke Lizenzen sind mitunter. Also dass wir der Department of Truth letzten Endes bekommen haben, das war ein langer Prozess, würde ich echt sagen. Oder Sweet Paprika war auch eine relativ komplizierte Verhandlung letzten Endes. Mhm. Und vor allem dann auch die Art und Weise, wie wir die Vorzugsausgabe machen werden. Aber hat sich gelohnt, ja. Ist denn Sweet und Hot Paprika auch so im Original erschienen, wie ihr es jetzt macht? Wie meinst du das so? Also ihr habt ja die normale Ausgabe, die Sweet, mhm. ne? Mit, ja. In der soften Version. Ja, 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 Farbe, muss man schon so sagen. In Farbe. Ja. Ne? Und aber die Hot Paprika dann halt in der nicht so soften Version in Schwarz-Weiß. Ja. Kam das auch so raus? Teilweise. Also auf Amerikanisch wird es nur die Sweet-Version geben, meines Wissens. Ja, die Amerikaner. Die entspricht dann auch so ein bisschen unserer, ist aber halt im Softcover. Ich weiß nicht, ob die Amis auch Hardcover machen. Das ist ja eigentlich eine italienische Lizenz, ne? Okay. Mirka Andolfo macht das ja alles selbst und die ist Italienerin und macht das in Italien. Und in Italien erscheint halt auch diese Hot Paprika Variante. Die ist da, glaube ich, sogar im Albenformat und schwarz-weiß und hat ein ähnliches Cover, aber nicht ganz das gleiche. Und da, wir klauen das quasi zusammen so ein bisschen. Also die Editionsform von der Format her richtet sich eher nach dem amerikanischen Vorbild. Aber das ist diese Hot-Variante gibt, ist dann aus Italien irgendwie so deshalb war das auch ein bisschen komplizierter, weil wir da halt irgendwie Verträge anpassen mussten. Wir konnten halt nicht einfach von einer Vorlage quasi alles lizenzieren, sondern wir mussten da so ein bisschen Stückwerk zusammenfügen und dann halt auch abklären, dass wir auch wirklich die schwarz-weißen Daten kriegen würden und dass Mirka Andolfo auch diese Kunstdrucke unterzeichnen wird und so weiter und so fort und wie viel das dann kostet. Das war halt einfach eine längere Sache. Ja, cool. Ne, sind aber auf jeden Fall ein paar echt gute Titel mit dabei, auf die ich mich sehr freue. Das freut und, mich. Und die definitiv, also ich glaube, ein Titel oder so war jetzt nicht unbedingt für mich, da weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr, welcher es war, aber der Rest, der kommt auf jeden Fall bei mir ins Regal. Ja, bei mir auch. Also auf die freue ich mich tatsächlich alle. Alle interessant. Was mich ja so ein bisschen gefreut hat, war, dass die Black Hammer Justice League, dass das Crossover bei Panini in eurem Format rausgekommen ist. Waren die Verhandlungen dazu sehr hart, dass ihr das irgendwie, habt ihr das gemeinsam gemacht oder ist das rein von Panini irgendwie gemacht worden, weil ihr habt ja die Black Hammer Lizenz und die natürlich die DC Justice League Geschichte? Verhandlungen in dem Sinne gab es nicht, weil de facto die Lizenz für das Crossover bei DC liegt. Ist einfach so. Das erscheint bei DC und nicht bei Dark Horse. Mhm. Punkt. Dementsprechend gab es auch in keinem Moment die Fragestellung, ob wir das würden veröffentlichen. Das war von vornherein klar, das kann nur Panini machen. Mhm. Weil ich glaube, selbst wenn Panini wollte, dürften sie uns das nicht geben, weil sie diesen Generalvertrag erfüllen müssen. Es darf meines Wissens nichts von DC oder Marvel in Deutschland geben, was nicht bei Panini erschienen ist. Kann ich mich täuschen, glaube ich aber. Und das mit dem Format, ich kann dir nicht sagen, was die da intern bei Panini Deutschland verdingeln mussten, um das machen zu dürfen. Das könnte ich mir vorstellen, war gar nicht so einfach, das mit Italien irgendwie auszuklamüsern. Auf uns sind die tatsächlich zugekommen, haben gesagt, hört mal, wir würden das gerne in eurem Format machen, auch im Hardcover, genau in der Größe. Können wir da die Daten zu haben? Haben wir ihnen natürlich zur Verfügung gestellt, zusammen mit einem kleinen Stapel Ansichtsexemplaren, damit sie sich das mal anschauen können. Hat ja auch funktioniert. Also Panini und Splitter arbeiten gern zusammen, wenn es sich irgendwie anbietet. Passiert halt eher selten,
weil unsere Programmausrichtung sehr unterschiedlich ist. Aber in so einem Fall war das kein Problem. Ja, das fand ich auf jeden Fall gut, weil Ja. ich bin eigentlich ursprünglich nicht davon ausgegangen, dass das hier erscheint, wegen Ja. diesem Lizenzkonflikt halt, ne? Hat ja auch lang gedauert. Hat Ja, lang gedauert, ne? deswegen hatte ich mir das Original damals geholt Hm. und das ist einfach halt so ein Stück kleiner, ne? Ja. Alles dann. Und ja, dementsprechend doch, in Amerika erscheinen auch Hardcover. Ah ja, Ja, okay. klar. Also Image sowieso. Da weiß ich es, aber DC halt, das war auch im Hardcover. Das hatte ich mir mitgenommen und habe mich dann natürlich gefreut. Jetzt habe ich beides. Aber so ist das nun mal, ne? Da Vor allem. bin ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Laufenden. Wir kriegen halt normalerweise keine Bücher aus den USA geschickt, sondern nur PDFs zum Übersetzen und so. Ja. Und Sachen, die wir verlegen, kaufe ich mir halt nicht nochmal im Original irgendwie. Deshalb bin ich da nicht so auf dem Laufenden, was die Und so Editionsform da Omnibus und angeht. sowas ist natürlich auch alles im Hardcover, ne? Ja, okay, Aber gut. Das gut, ist das. klar. Das ist klar, ja. Ja, schön, schön. So, jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Wie viele Splitter-Comics hast du denn jetzt bei dir zu Hause, privat im Regal stehen? Oh, also bei mir zu Hause im Sinne von hier in Bielefeld in meiner Wohnung sind es wahrscheinlich gar nicht so viele. Ich schätze mal so 100 vielleicht, wenn es hochkommt. Der Großteil steht, wie das so ist bei meinen Eltern. Weil einerseits, wobei, bevor jetzt alle sagen, ja, der hat es gut, der hat irgendwie einen Keller bei seinen Eltern, nein, die stehen da im Bücherregal, weil meine Eltern die Sachen auch lesen. Ich habe gerade eben noch mit meinem Vater telefoniert und er hat mir eine lange Liste an Büchern diktiert, die ich ihm zu Weihnachten schenken darf. Also Bücher aus unserem Verlag, wo ich dann irgendwann sagte, Vater, schreib mir bitte eine E-Mail. Sie können mir das jetzt unmöglich merken. Da steht dann noch mal deutlich mehr. Viele Splitterbücher habe ich? 400, so um den Dreh. Also es ist überschaubar, ehrlich gesagt. Aber das Aber liegt halt auch viel. daran, weil ich die ganzen alten Sachen nicht nachhole. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Klar, manche Serien sind halt irgendwie so cool und machen auch irgendwie Spaß und wollte ich haben und habe die dann gelesen, auch im Nachhinein. Aber größtenteils nehme ich nur Sachen mit, die erschienen sind, während ich auch schon dabei war, ehrlich gesagt. Deshalb ist es relativ überschaubar, finde ich. Meine Freundin ist da anderer Meinung. Ja, aber solange es meine Eltern noch nicht stört. Und solange es noch kein Trennungsgrund ist. Nee, so weit wird es nicht kommen. Ich hab ja, kann ja immer den Joker ziehen, das ist ja meine Arbeit. Ne? Also. Dann darfst du aber auch nicht den Verlag wechseln. Ja, gut, dann wäre es immer noch meine Arbeit, dann würde ich ja damit quasi Industriespionage betreiben oder so. Kriegt man ja so. Ja, aber was liest du sonst noch so? Welche Art von Comics bevorzugst du an sich? Boah, ja, gute Frage. Gut gemachte Sachen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich kann mich für so ziemlich jedes Genre irgendwie begeistern. Ich habe ein Faible für, ich lese, glaube ich, mehr amerikanische Comics tatsächlich privat und ich stehe auf härtere Thematiken, sage ich mal. Also ich habe jetzt gerade den ersten Preacher Omnibus gelesen, also den englischen. Freue mich schon auf den zweiten. 100 Bullets ist so ein Comic, den ich immer feiern werde. Die ganzen Frank Miller-Sachen liebe ich. Brian K. Vaughan ist, das wäre mein persönlicher Traum, wenn wir bei Splitter irgendwann mal eine Brian K. Vaughan-Serie im Programm hätten. Gott, würde ich das feiern. Und das war natürlich vor meiner Zeit, aber wenn wir Saga hätten und statt Cross Cult, da wäre ich sehr glücklich drüber. Ansonsten. Das, was ich in Romanen auch gern lese. Science Fiction lese ich gerne, wenn es gut gemacht ist. Fantasy zugegebenermaßen eher selten. Und ich stehe auf so experimentellere Sachen, die nicht experimentell sind im Sinne von vielleicht Avantgarde. Also jetzt nicht in dem Sinne von, dass es irgendwie unzugänglich wäre und irgendwie total artistisch abgehoben. Aber sowas wie Andrea Sorrentino macht bei Gideon Falls, wo der halt die Seitenkomposition komplett auf den Kopf stellt und dann irgendwie
in Form von DNA-Strängen Sach oder die Story erzählt. Oder Beispiel, was sich bei mir eingebrannt hat, der David Rubin, das Spin Black Hammer Spin-off, das David Rubin gemacht hat. Das war Sherlock Frankenstein, War glaube das ich. Sherlock Frankenstein? Ja, ich glaube auch. Also das erste tatsächlich. Da hat er ein paar auch ganz abgefahrene Seiten. Irgendwie so eine, wo sie im Gefängnis sind. Und dann ist der Lesefluss in so einer Spirale von außen nach innen. Und das ist aber nicht durch Pfeile oder so ganz plump signalisiert, sondern es ergibt sich irgendwie von alleine. Und sowas finde ich halt geil. Also das macht mir Spaß, dann irgendwie das zu sehen, wie jemand da so ein Konzept reingebracht hat. Das finde ich klasse. Ja, aber manchmal habe ich auch Bock auf irgendwie so bombastisch. Ich habe jetzt vor kurzem Elric gelesen bei uns, was bei uns erschienen ist. Habe ich auch total gefeiert, weil es einfach bombastisch überzogene Fantasy ist, so wie Warhammer 40k oder sowas. Was halt auch irgendwie ein bisschen geil ist, wenn man ehrlich Das ist. ist ja jetzt der vierte Ja, genau. Band ist ja jetzt raus oder kommt jetzt raus Ist heute gerade Morgen frisch irgendwie gerade erschienen. jetzt, ne? Da warte ich dann aber noch auf die Gesamtausgabe, die ja dann noch kommt. Die werde ich mir dann, weil ich habe die anderen Bände nicht, aber Ja, klar. den werde ich mir dann auch holen. Also der hat mir im letzten Katalog schon zugesagt. Boah, es ist richtig bombig. Also Ja. ganz ehrlich, das ist opulent, opulent, opulent und absolut überzogen, aber irgendwie halt auch, macht halt irgendwie Spaß. Okay, um jetzt auch mal so langsam zum Ende zu kommen, aber habe ich trotzdem noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Oh. Okay. Wir haben ja vorhin schon über den Splittercast gesprochen, ne? Also den ich auch übrigens nur sehr empfehlen kann. Ich bin auch in der Folge dabei gewesen, wie wir schon erwähnt hatten. Du hast immer Abschlussfragen in deinem Splittercast. Ich hatte Die es, bevor ich wusste in ab bei Naja, sorry. sehr gemein sind teilweise, aber halt auch nicht so gewöhnlich, ne? Und da habe ich mir jetzt gedacht, jetzt wo du bei mir bist, da musst du jetzt mal in den sauren Apfel beißen und selber deine Fragen beantworten. Es ist okay. Ich weiß, seit 1,5 Jahren weiß ich, dass das irgendwann passieren wird. Die Aber dann Fragen bist du habe ich ja ja tatsächlich vorbereitet, mehr oder weniger. Ja, aber ne? meine Antworten wechseln in diesen 1,5 Jahren immer mal wieder. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt lande. Also. Okay, also meine Zuschauer, wenn sie den Splittercast noch nicht gehört haben, kennen die Fragen jetzt natürlich nicht, deswegen werde ich die dann auch nochmal vorbringen, ne? Damit du sie beantworten kannst. So, wenn du drei Comics mit auf eine einsame Insel nehmen könntest, welche wären das? Kann auch eine Serie sein oder. Ich wollte gerade fragen, ja. ja, also tatsächlich wäre es auf jeden Fall Saga, wie gerade eben gesagt, weil, keine Ahnung, weil das emotional, also für mich mit die emotionalste Comic-Serie ist, die ich bisher je gelesen habe. Also ich habe auch andere emotionale Comic-Serien gelesen, aber Saga hat mich irgendwie auf eine Art und Weise berührt. Weiß nicht. Der einzige andere Comic, der das auch gemacht hat, war Why the Last Man. Wo ich die Serie bisher noch nicht angefangen habe, aber auch von Brian K. Vaughan tatsächlich. Also den Autor finde ich großartig. Also Saga auf jeden Fall. Dann glaube ich tatsächlich 100 Bullets, was ich auch gerade schon erwähnt habe, weil Brian Azzarello wäre für mich auch ein Traum, den mal im Programm zu haben. Und Eduardo Risso ist für mich, also ich meine, den Stil kann man, da kann man, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, aber. Für mich ist das so ein Beispiel von, sieht irgendwie seltsam aus, ist aber einfach kunstvoll gemacht. Und es sieht so aus, als hätte der Mann keine Ahnung von Perspektive, aber es funktioniert einfach immer. Und das bewundere ich irgendwie an dem Zeichner. Das waren jetzt zwei, also 100 Bullets und Saga. Und ich glaube, tatsächlich würde ich noch mitnehmen. Ich glaube, ich würde aus unserem Programm noch Ekö mitnehmen. Also von Christoph Alestan, den ich jetzt gar nicht so feiere als Autor, auch wenn Ekö, glaube ich, mit sein stärkstes Werk ist, weil es einfach sehr lustig ist und manchmal ein bisschen stumpf, aber größtenteils dann doch unterhaltsam. Aber auch weil Alessandro Barbucci einfach ein toller Zeichner ist und ich glaube, da könnte ich die könnte ich mir auch einfach oft angucken, ehrlich gesagt. Die könnte ich mir oft anschauen. Ja, das wären meine Okay, drei Serien. gut, schon eine gute Auswahl.
Diesen Comic, ne? Den gibt's noch nicht. Den sollte es deiner Meinung nach aber unbedingt geben. Welcher wäre das? So, jetzt weißt du mal, wie blöd das ist, diese Frage zu stellen. Ne? Man liest sie vor und man denkt sich schon, boah, ob mein Gesprächspartner jetzt weiß, was ich damit meine. Ja, Mal aber sehen. du kannst die Frage auch irgendwie interpretieren, wie es dir gefällt. Ja. Tatsächlich glaube ich wirklich, dass es zu quasi jedem Thema, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen oder drüber zu schreiben, einen Comic irgendwo gibt. Vielleicht nicht auf Deutsch, vielleicht nicht in einer Sprache, die viele Leute kennen, so, sozusagen. Ich meine, es gibt auch eine brasilianische Comic-Szene, die ist super produktiv und floriert. Und da kriegt man hier in Deutschland sehr wenig von mit. Mal als Beispiel, ne? Es gibt auch eine kanadische Comic-Szene, die ist super aktiv und produktiv und da kriegt man auch nicht so viel von mit. Ja, so. Was ich mir persönlich wünschen oder, ja, ich weiß nicht, vorstellen könnte, ich habe jetzt, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz spontane Antwort. Ich habe jetzt gerade, lese ich den aktuellen Geburtstagsband von uns, es war einmal in Frankreich. Von Fabien Nery, der meines Erachtens einer der besten Geschichtenerzähler in der französischen Comic-Szene ist. Und weil er auch sehr komplexe Themen so präsentieren kann, dass sie unterhaltsam und nachvollziehbar sind. Also das ist halt ein Historiencomic, der ist irre komplex, auch in seiner Präsentation, aber man kommt auf einer intuitiven Ebene trotzdem gut mit. Und Sylvain Vallée gezeichnet, der eine sehr moderne Line Claire quasi macht. Und ein Comic mit dem Anspruch, also das verfolgt quasi einen jüdischen Schrotthändler, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat in Frankreich und mit dem Geld, was er damit verdient hat, aber den französischen Widerstand finanziert hat. Und das führt halt zu irre vielen menschlichen Tragödien und komplexen Intrigen und dann letzten Endes halt auch zu der Schuldfrage, nachdem der Krieg dann beendet war. Und sowas in der Art für ja, den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg aus deutscher Sicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Wahrscheinlich gibt es gibt massig Comics, die sich mit dem Weltkrieg auseinandersetzen. Ne? Auch von deutschen Autoren und Zeichnern, auch wenn ich da jetzt keinen spontan parat habe. Aber wenn das ein Erzähler von einem Format von Fabien Nury, der einfach ein Thema so tief durchsteigen kann, und so gut präsentieren kann und so dann wiedergeben kann, ohne dabei historische Akkuratheit zu verlieren. Denn das ist alles irgendwo faktenbasiert. Ne? Das basiert auf Protokollen, auf Archiven, auf Gestapo-Berichten letzten Endes zum Beispiel. Oder wie er das mit The Death of Stalin auch gemacht hat. Sowas mit Fokus auf deutsche Geschichte. Weil das ist für mich irgendwo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, irgendwie auch so ein bisschen ein Blindspot. Ich weiß nicht so viel über Geschichte, wie ich gerne möchte, auch nicht über deutsche Geschichte zum Beispiel. Und es ist halt ein sehr geladenes Thema, ne? Klar. Wo man auch viele Schritte in eine falsche Richtung machen könnte. Aber sowas in dem Ausmaß. Also es ist, wie gesagt, keine Frage von, dass ich glaube, dass es sowas gar nicht gibt. Aber in der Qualität und in der Epochalität, in der Epik. Da hätte ich jetzt gerade Bock drauf. So. Boah, das war jetzt habe ich lange ausgeholt wieder. Wie gesagt, ich quatsch sehr viel, wenn man mich lässt. Alles gut, ich lass dich. Kein Problem. Wir haben auch schon ein bisschen überzogen. Ja, natürlich, es tut mir leid. Na, ist nicht dein Fehler. Alles gut. Je länger, desto besser. Gibt mehr Viewtime. So, kommen wir zur nächsten Frage, ne? Wenn du dir einen Comic von einem Kreativteam wünschen könntest, ne? Also ein Autor, Autorin, Zeichner und vielleicht auch einen Koloristen. Wen würdest du dir da aussuchen? Ja, das kann ich jetzt dafür ganz schnell beantworten. Da möchte ich nämlich definitiv als Autor Brian K. Vaughan haben. Als Zeichner würde ich aktuell Andrea Sorrentino nehmen. Definitiv. Einer meiner All-Time-Favorites wäre wahrscheinlich Eduardo Risso oder ja gut, Babucci würde da jetzt vielleicht nicht so gut zu passen, ehrlich gesagt. Aber Robin Recht könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Von dem hatten wir es ja auch vorhin. Und als Koloristen
Also ich glaube, die meisten Zeichnerinnen und Zeichner, die ich gut finde, würden es am besten selber machen. Ansonsten würde ich Elizabeth Breitweiser nehmen, die Kill or Be Killed zum Beispiel koloriert hat. Die, finde ich, ein tolles Gespür hat für Farbmischungen, dass man irgendwie mit der Farbauswahl eine bestimmte Atmosphäre transportiert. Ja, Dave Stewart braucht auch nicht noch einen Eisner Award, ne? So, Er hat also. schon genug. Es gibt ganz viele tolle Koloristen und Dave Stewart, klar, der liegt einem dann auch irgendwie auf der Zunge und der macht auch einen tollen Job, aber irgendwie habe ich das inzwischen halt auch schon sehr oft gesehen, was der so macht. Ja, der macht ja auch gerne mal neue Farben für ältere Comics, ne? Zum Inzwischen. Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja, cool. Also da wäre ich auch dabei. So, und jetzt kannst du natürlich wieder ein bisschen Werbung machen Ach. und eine Empfehlung aus dem Splitter-Programm. Egal von wann, kannst du jetzt auch noch mal Egal geben. von wann. Ja. Es wurde ganz selten erwähnt, auch von mir, aber der große Indien-Schmidt. Nein, ich erwähle mal was anderes. Der Comic wird auch bei mir im Podcast ja andauernd empfohlen. Nee, tatsächlich, die Elric-Gesamtausgabe würde ich, glaube ich, tatsächlich jedem, der irgendwie sich auch für unser Programm interessiert, mal ans Herz legen, weil das ist wirklich so auf die Spitze getrieben, das, was wir mit unserem Verlag auch, glaube ich, wollen, weil das ist ein Team von Top-Leuten des franko-belgischen Comics, ist halt eine Adaption von der Story von Michael Moorcock, ist halt übertrieben epische High Fantasy, ne? Also wer jetzt damit gar nichts anfangen kann, der wird Elric jetzt auch nicht genießen, sage ich mal. Aber das ist halt französisch-franko-belgische, moderne franko-belgische Genre-Comic-Kunst. So, langes Wort, aber wenn ihr mal reinschaut, werdet ihr sehen, was ich meine. In Perfektion. Da stimmt einfach alles. Und klar, diese Gesamtausgabe kostet jetzt 40 Euro. Aber das sind halt auch 200 irgendwas Seiten, 230 Seiten irgendwie so um den Dreh, in über DIN A4-Format, in wirklich geiler Papierqualität, irre tolle Farben, mit Skizzenmaterial noch und nöcher, was da noch mit drin ist, mit Erklärungen zum Worldbuilding, mit Vorworten von Michael Moorcock, Neil Gaiman, boah, weiß nicht, also da haben echt bekannte Autoren ihren Senf dann noch zugegeben. Und das ist halt so, für mich ist das ein klassisches Beispiel dafür, was der Splitter Verlag irgendwie ausmacht. Und also ehrlich gesagt, mit 40 Euro echt kein unfairer Preis. Es ist teuer, klar, aber man kriegt halt für das Geld auch echt was, würde ich sagen. Es waren ja auch Und ursprünglich vier Bände, ne? es waren mal vier Bände. Also wenn ihr die einzeln kauft, dann seid ihr bei über 60 Euro. Und das ist immer noch, ehrlich gesagt, kein Preis, wo wir uns dumm und dämlich bei verdienen würden. Insofern, ja, also den kann ich wirklich jedem empfehlen, der da irgendwie was mit anfangen kann. Und ansonsten demnächst dann im Mai, glaube ich, Department of Truth. Gerade in unserer Zeit, glaube ich, ein Comic, der so mainstreamig, wie der auch ist, und so Popkultur das auch ist, eine gewisse Relevanz hat, leider. Es geht ja um Verschwörungserzählungen, sage ich mal, und wie die unsere Welt beeinflussen. Haben wir ja aktuell immer noch ein ganz großes Beispiel, ne, mit den ganzen Querdenkern. Ja, Ne, also ja, da ja, ist ja. begleitet uns immer. Das wird uns auch in einem halben Jahr noch begleiten. Und Ja. das finde ich halt eine geile Art und Weise, wie James Tynion the Fourth dann halt hingegangen ist und gesagt hat, er nimmt dieses ernste und irgendwo auch tragisch-traurige Thema und macht da halt jetzt so eine poppige, intelligente, künstlerisch auch sehr spannend mit Mischtechnik und allem Möglichen präsentierte Comicserie draus, ne, die einfach auch unterhaltsam ist. Das finde ich auch cool. Okay, und wenn du noch eine aktuelle Medienkulturempfehlung hast, irgendwie, ob jetzt Buch, Film, Serie oder ein Spiel. Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt lächerlich mache, aber ich habe jetzt gerade, ich weiß ja nicht, also keine Ahnung, ich habe jetzt vor kurzem Army of the Dead auf Netflix geguckt. Dieser Zombie-Heist-Movie ist von letztem Jahr mit Dave Bautista und Matthias Matthias Schweighöfer. Schweighöfer, So, ja, Moment, okay, ich dachte mir schon, dass du so reagieren würdest. ich habe den gesehen, also. Ja, er gibt ja auch keinen Grund, ihn nicht zu gucken. Der ist halt okay. Also ich muss sagen, ich fand ihn irgendwie so, um ihn übers Wochenende zu gucken, ganz in Ordnung.
Was ich wirklich was ich wirklich nicht schlecht finde, ist Army of Thieves. Also dieses Spin-off, wo Matthias Schweighöfer jetzt in der Hauptrolle ist. Ich mag den Schauspieler jetzt auch nicht über die Maßen. Und es ist auch ein bisschen albern, wie sie den 40-jährigen Matthias Schweighöfer irgendwie als Mitte 20-jährigen, weiß ich nicht, ja, naives Landei darstellen wollen. Aber gerade wenn man den Film auf Englisch guckt, im Original, sind die Witze, die sie halt einstreuen, zum Beispiel darüber, dass er halt einen Deutschen spielt und dann gibt es halt irgendwie noch weiß ich nicht, jemanden, der irgendwie so russisch angehaucht ist und was da für so Kommunikationsschwierigkeiten reinkommen. Es sind ein paar echt solide Gags mit drin. Und ich finde ihn ehrlich gesagt da sehr unterhaltsam, weil er sich selber nicht sehr ernst nimmt. Also das ist allen Beteiligten, dem Regisseur, dem Drehbuchautor, allen Schauspielern, wer die Musik gemacht hat, es war an allen klar, dass das ein super selbstreferenzielles Ding werden wird, was an keiner Stelle ernst zu nehmen ist. Und ich finde, das merkt man. Hast du den gesehen? Ich erzähle jetzt die ganze Zeit Ich habe davon, aber es den ist. zweiten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also ich habe Army of the Dead gesehen und ich fand den einfach ziemlich furchtbar. Ist eine berechtigte Aussage, ja. mache ich jetzt auch nicht an Matthias Schweighöfer oder so fest. Ne? Also Der kann nicht, der ist nicht der war alleine einfach nicht schuld. gut und deswegen scheue ich mich davor, den anderen Film jetzt zu gucken. Also, wie gesagt, ich kann mich sein, dass ich mich damit jetzt komplett diskreditiere und alle meinen Filmgeschmack furchtbar finden, Alle aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Also es ist. mir macht der gerade Spaß, weil allen Beteiligten irgendwie klar ist, das Konzept ist kompletter Unfug. Und es ist eigentlich totaler Quatsch, aber sie drehen das jetzt trotzdem und machen einfach das Beste draus. Das macht irgendwie Spaß, Ich finde sehe gerade, ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet, als wir angefangen haben. ich. Kann Ah! ich jetzt leider nicht veröffentlichen. Ja. Also dann suche ich mir noch schnell was anderes aus. Nein, nein, passt schon. Alles gut, mach dir keine Sorgen. Wir sind alle Nerds und ich denke mal, wenn wir uns mit spießigen Gesellen draußen irgendwie abgeben, dann wirken wir alle ein bisschen komisch. Was ich noch sagen, also vielleicht, um mich wieder kurz ein bisschen wieder beliebter zu machen, alles von Taika Waititi ist natürlich großartig. Ja, Jetzt ja. vor kurzem What We Do in the Shadows geschaut und auch die Serie What We Do in the Shadows geschaut, wo er ja nicht mehr richtig drinsteckt, aber trotzdem Ja, also klasse. was der macht, das hat schon Hand und Fuß. Als wie der bei Free Guy, diesem Ryan Reynolds-Film, wie er einfach in den Raum gekommen ist und allen die Show stiehlt. Wie er einfach da ist und dann gehört der Film eigentlich Taika Waititi. Großartig. Was ein Typ. So, dann kommen wir jetzt noch zur letzten Frage, ne? Bitte. Wenn du einen Nerding-Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ja, auch wenn es. Ich muss zugeben, bei der Frage finde ich es immer schön, wenn die Leute ein bisschen egoistisch antworten und nicht irgendwie Weltfrieden oder Ist auch sagen nicht oder. nerdig. Nee, genau, aber oder irgendwie sagen, ja, ich wünsche, dass der Comic in Deutschland besser, was ich mir natürlich auch wünsche, aber ich meine, da arbeite ich ja irgendwie dran. Insofern ist das ein bisschen scheinheilig. Was ich mir wünschen würde, wäre in Bielefeld ein Comicladen wie den Comics in Hannover oder den Groben Unfug in Berlin oder Ultra Comics in Nürnberg oder sowas. Irgendwie einen richtig schönen, lichten, modernen Comicladen, wo dann vielleicht auch Merchandise und Manga und alles und vielleicht ein paar Events, irgendwie sowas. Irgendwo, ich weiß, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer werden davon jetzt nicht betroffen sein. Bielefeld gibt's nicht, haha, sehr schön. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr den Witz auch noch kennt. Habe ich Aber mir ehrlich gesagt, verkniffen extra heute. bitte? Ja, Habe ich mir extra danke. verkniffen. Das ist Danke. Es hätte sonst auch ins Phrasenschwein irgendwie 5 € zahlen müssen. Nein, aber ganz ehrlich, wir sind quasi die größte Stadt in Ostwestfalen-Lippe. Wir haben 300.000 Einwohner, ob ihr es glaubt oder nicht. Bielefeld ist richtig groß. Also wir haben einen sehr hübschen kleinen Comicladen in Herford, ne, keine Frage. Und in Bochum ist jetzt auch vor kurzem ein Comicladen aufgemacht. Das ist aber jetzt nicht wirklich direkt um die Ecke. Man kann auch nach Hannover fahren von hier aus. Ja, und in Dortmund gibt es auch einen schönen Comicladen. Aber wieso kann es in Bielefeld nicht so einen modernen, wirklich geilen Comicladen geben, wo ich Bock drauf habe, einzukaufen? So, das wäre mein Wunsch. Halb egoistisch. Passt. Also ich habe es jetzt nach Bochum und Dortmund nicht so weit. Ne, ist Ja. halt bei mir tatsächlich um die Ecke eher und da Ja. bin ich dann auch häufiger. Also in Bochum jetzt nicht so oft, aber
Dortmund auf jeden Fall. Du, Ich bin also. gut versorgt mit Comicläden hier, aber ich kann deinen Wunsch deshalb nachvollziehen. Also, das ist natürlich was von Faulheit auch irgendwo. Ich meine, ich könnte auch, ich bin auch in der Ja. Stunde in Dortmund, in einer guten Stunde, Ja, aber warum willst du dann zugegebenermaßen. immer so viele Kilometer fahren für einen Ja, Comic? dann, genau. Und ehrlich gesagt, dafür, dass ich halt 5 Tage die Woche schon nichts anderes als Comic mache, wenn ich jetzt halt irgendwie Samstagnachmittag irgendwie auf die Uhr gucke und sage, jo, hast jetzt irgendwie noch 2 Stunden bis zum Abendessen, gehst du mal irgendwie eine Viertelstunde spazieren und guckst im Comicladen rum, ist aber halt was anderes, als zu sagen, boah, dann muss ich jetzt 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück, nur um ein paar Comics mehr anzugucken. Das ist es mir dann halt ehrlich gesagt dann doch nicht wert dafür, dass ich andauernd davon umgeben bin schon. Aber wie gesagt, ist mein persönlicher Wunsch. Aber das zeigt nochmal eine wichtige Sache für die Zuschauer jetzt, dass man auf jeden Fall in Comicladen gehen sollte. Das sollte immer die 100 erste Pro. Anlaufstelle sein, 100 Pro. um Comics zu kaufen, weil da könnt ihr stöbern, ne? Ihr könnt Ach. jemanden um Rat fragen, ne? Da ist immer Personal da, was euch gerne hilft und auch mal Tipps gibt. Und damit haltet ihr die Kultur halt auch am Leben, ne? Diese ganzen Comicläden, ne? Die sind klein, da werden keine Umsätze gemacht wie, was weiß ich, wenn du in eine große Buchhandelskette irgendwie gehst, wo sie dann ein Regalchen mit Comics haben. Na, also das bietet halt das volle Erlebnis und ich genieße es zu stöbern einfach. Ich Einfach auch. da durch die Regale zu gehen. Das war auch das, was mir während Corona, als die Läden zu hatten, einfach am meisten gefehlt hat. Klar, man konnte online bestellen, ne, man hat seine Sachen bekommen, aber man hatte auch nichts Neues entdeckt irgendwie, ne? Ich bin auch immer wieder überrascht, was alles so erscheint, wenn ich dann Verlagsprogramme von anderen Verlagen mir angucke, was alles an einem vorbeigeht, weil ich halt ehrlich gesagt super, super, super selten nur in Comicläden bin. Also auch vor Corona nicht, weil hier, ja, keine Ahnung, einfach Und nichts. ich denke mal, wir sind ja noch mit am besten informiert, ne? Weil wir geben ja die Boah. Information dann auch weiter, Ja. ne? Ja. Und aber hat halt nicht jeder. Und deswegen ist so ein Besuch im Comicladen immer sehr zu empfehlen. Das kann man nur unterstreichen. Besser als wenn man beim großen A bestellt irgendwo. Ja, A wie Aloch. Ja. Also bitte. Kontenance. Entschuldigung. Ja, so, das waren jetzt die Fragen quasi aus dem Splittercast, den ich auch an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Habe ich ja vorher schon gemacht, mache ich jetzt nochmal. Denkt er dran, da hört er auf jeden Fall mal rein. Wo gibt es denn überall zu hören? Überall. Überall. Also überall. Spotify, Also da, iTunes. wo man Podcasts hört. Egal, wo ihr eure Podcasts Egal hernehmt, den wo. Splittercast werdet ihr dort finden. Und ansonsten auch auf unserer Website ist ein bisschen umständlicher, weil das ein eingebetteter Player ist. Das heißt, ihr müsst den Tab dann offen lassen. Aber da kann man den auch hören. Ja. Aber ansonsten bei den Streaming-Diensten, Überall. den üblichen, dann wisst ihr Bescheid, wo. Und ja, Würde mich freuen. der Max hat da auch immer tolle Gäste, ne? Nicht Ich nur gebe mir mich. Mühe. Ne? Es gibt ein sehr interessantes Programm dort. Es geht nicht nur um Splitter-Comics, sondern einen sehr tiefen Einblick in die ganze Comic-Kultur. Ja, Zeichner da, Autoren, Leute aus der Industrie. Auch Blogger, ne? Also da kriegt er ein vielfältiges Programm und braucht keine Angst vor einer Werbeveranstaltung zu haben. Also von daher, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank dafür, dass du die gut 1,5 Stunden Zeit hier mit mir Ja, es verbracht tut mir hast. leid. Ich hätte dich warnen Es ist müssen. nicht deine Es tut Schuld. mir leid. Ich hätte ja weniger Fragen stellen können. Ich hätte auch kürzer antworten können. Ach, Schnickschnack. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für dich. Überhaupt nicht. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir Spaß Wunderbar. gemacht. Sehr schön, das freut mich. Und ansonsten wisst ihr, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr doch bitte ein Abo da, drückt auch auf die Glocke, damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet. Und ansonsten sind Kommentare und Daumen gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.